Wasser, das Lebenselixier. Frisch und rein. Seit mehr als 600 Jahren schätzen die Menschen auf der Schwäbischen Alb dieses Geschenk der Natur, das wir seit Jahrhunderten für sie abfüllen. Göppinger Mineralwasser. Frisch vom Fuße der Schwäbischen Alb. Sie wollen doch nur spielen, und zwar wenn möglich erfolgreich, am Sonntagnachmittag um 15 Uhr im Topspiel der DKB Handball-Bundesliga gegen den SC Magdeburg. Genau eine Woche nach dem wichtigen 28:28 beim heimstarken TSV Hannover-Burgdorf wartet auf die Frischauf-Profis Marcel Schiller, Kresimir Kosina, Jens Schöngard und Joscha Ritterbach. Nun also ein spannendes Duell gegen den Traditionsklub aus Magdeburg, das mit Sicherheit alles andere als ein Kinderspiel wird. Ja, wir haben jetzt die ganze Woche Zeit gehabt, uns auf das Spiel vorzubereiten. Wir haben jetzt eine komplette Trainingswoche und nehmen jetzt den Schwung mit aus dem Hannover-Spiel, wo wir die erste Mannschaft diese Saison waren, die aus der TUI Arena in Hannover was mitnehmen konnte. Und ja, mit dem Selbstvertrauen haben wir jetzt die ganze Woche Vollgas gegeben im Training und jetzt wollen wir uns am Sonntag natürlich zusammen mit unseren Fans die Belohnung dafür abholen. Bei Frischauf setzt man also wieder auf das Trumpfass Hölle Süd. Magdeburg hat zuletzt vor heimischer Kulisse nur knapp gegen die Rhein-Neckar-Löwen den Kürzeren gezogen und steht mit 14:10 Punkten derzeit auf Tabellenplatz 8, also 4 Ränge vor Göppingen. Auswärts allerdings hat der SC 3 seiner 4 Spiele verloren. Damit diese Auswärts-Negativbilanz der Magdeburger auch in der EBS-Arena anhält, hoffen Jens Schöngard und Co. wieder auf eine volle Hütte und natürlich auf den maximalen Support von den Rängen. Die Unterstützung pusht uns extrem nach vorne, uns Spielern hilft es extrem, wenn die grüne Wand hinter uns steht und ja, kommt alle in die Halle, unterstützt uns. Wir brauchen jeden einzelnen Mann und ja, nur zusammen können wir dann auch Mannschaften wie Magdeburg hier am Sonntag besiegen. Mit einem Erfolg über Magdeburg wäre natürlich auch die bevorstehende internationale Hürde am kommenden Mittwoch leichter zu meistern. Dann muss Frischauf nämlich bereits schon wieder ran. Die Grün-Weißen empfangen zum Hinspiel in der dritten EHF-Pokalrunde den norwegischen Vertreter aus Arendal. Beim amtierenden EHF-Pokalsieger ist die Vorfreude natürlich riesig nach dem emotionalen Heimerfolg im Vorjahr. Wir haben ein super Final Four zu Hause erleben dürfen. Es war ein Riesenerlebnis für uns Spieler und für die ganze Region, glaube ich. Und ja, das alleine zeigt schon, wie wichtig uns der Oberpokal ist. Aber klar, wir haben unser Kerngeschäft, das ist die Bundesliga. Wir wollen unbedingt 2 Punkte holen am Sonntag gegen Magdeburg. Und darauf liegt jetzt erstmal der Fokus. Und dann, klar, freuen wir uns auch wieder, wenn es am Mittwoch dann der Oberpokal heißt. Vor dem EHF-Pokalauftritt am Mittwochabend um 20 Uhr im eigens dafür angefertigten Europapokal-Trikot geht es also am Sonntag um 15 Uhr noch um wichtige Punkte in der Bundesliga. Tickets gibt es noch für beide Partien.